Sagt alle mal, ich lebe in der Gegenwart und genieße jeden Moment meines Lebens. Ich lebe in der Gegenwart und genieße jeden Moment meines Lebens. Ihr solltet euch zum Ziel machen, jeden gewöhnlichen Augenblick zu genießen. Jeden Augenblick, in dem ihr nichts weiter tut als aufstehen, zur Arbeit fahren, im Verkehr stecken, wieder nach Hause kommen, Essen für eure Kinder machen, Geschirr spülen, Wäsche waschen, Rechnungen bezahlen, zu Bett gehen, wieder aufstehen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Wenn ihr das genießen lernt, beraubt ihr Satan seiner ganzen Kraft, euch unglücklich zu machen. Ich sage euch jetzt, wie ihr das hinbekommen könnt. Beginnt damit, alles für Gott zu tun. Dann könnt ihr es auch genießen, weil ihr es mit ihm und für ihn tut. Alles. Geht nicht nur zur Arbeit, um ein Gehalt zu bekommen. Wenn ihr mit eurer Arbeitsstelle partout nicht zufrieden seid, dann sucht euch eine andere. Man verbringt viel zu viel Lebenszeit mit Arbeiten, als dass man einen Job tun sollte, den man hasst. Ich hasse den Berufsverkehr, ich hasse meine Arbeitsstelle, ich hasse dies und das. Hasst nichts außer die Sünde und das Böse. Begrüßt euer Leben mit offenen Armen. Ich liebe mein Leben. Am besten sagt das jeden Tag eures Lebens. Ich liebe mein Leben, ich liebe mein Leben. Ich liebe Gott, ich liebe mich selbst, ich liebe andere Menschen. Ich liebe meine Arbeitsstelle. Ich liebe meine schmutzige Wäsche, ich liebe das dreckige Geschirr. Spülen müsst ihr es doch sowieso, warum es also hassen? Im Ernst? Ich schaff das, ich kann das Geschirr mit Freuden spülen. Ich sehe das als eine Herausforderung an und ich liebe Herausforderungen. Ich habe zu viel Zeit damit verbracht, unglücklich zu sein, bis ich mich entschloss, mein Leben zu genießen. Ich habe nie wirklich Kind sein dürfen. Im Grunde genommen musste ich schon mit 3 Jahren erwachsen sein, weil mein Umfeld so instabil war. Als erwachsene Frau merkte ich dann später, dass ich kein gesundes Kind in meiner Seele hatte. Ich wusste nicht, wie man Freude an etwas hat. Für mich hieß es immer nur arbeiten, schaffen, Ziele haben, sich aufs Nächste stürzen. Mein Leben bestand aus nichts anderem, bis ich mich vor ungefähr 20 Jahren entschloss, Freude am Leben zu finden. Ich werde die Fahrt nach Hause genießen, ich werde singen und mir Positives durch den Kopf gehen lassen. Und ich werde es genießen, wenn ich nach Hause komme. Aber zu Hause wartet doch ein Riesenchaos auf dich. Die Kinder haben sich bestimmt an nichts gehalten. Statt dass ihr denkt, wenn ich zu Hause durch die Tür komme und die Kinder sich nicht an meine Anweisung gehalten haben, gibt's Ärger. Könnt ihr doch lieber sagen, das ist eine gute Möglichkeit, sie auf liebevolle Weise zu korrigieren und gestärkt durch diese Konferenz ihnen zu zeigen, wie wunderbar Gott ist. Kommt, ihr wisst genauso gut wie ich, dass wir unsere Wutanfälle manchmal schon im Voraus planen. Oder? Wenn du das noch einmal machst und dann hoffst du insgeheim sogar, dass derjenige es tut, weil man nach einer Gelegenheit sucht, sich so richtig abreagieren zu können. Ich sehe, ich habe einige Schwestern im Saal. Ihr Männer, ihr dürft euch ruhig auch melden. Ihr wisst genau, wovon ich rede, okay? Habt ihr es verstanden? Macht alles so, als würdet ihr es für Gott tun. Gott, ich gehe zur Arbeit für dich. Ich räume zu Hause auf für dich. Ich mache die Wäsche für dich. Ich bezahle meine Rechnungen,
weil ich ein ehrlicher Mensch sein möchte. Alles, was ich tue, Gott, tue ich für dich. So eine Sichtweise wird euer Leben radikal verändern. Hört auf, für den Beifall anderer Menschen zu leben und lebt lieber für den, der alles sieht und euch immer im Blick hat. In 1. Petrus 3, Vers 11 steht, dass wir uns bemühen sollen, in Frieden zu leben, dass wir uns förmlich auf Frieden stürzen und ihm nachjagen sollen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch mit anderen in Frieden, in Einklang, frei von Aufruhr und moralischen Konflikten zu leben. Eifere nach Frieden. Wünsche dir nicht nur eine harmonische Beziehung zu Gott, anderen Menschen und dir selbst, sondern jage ihr nach. Hier werden drei Arten von Beziehungen erwähnt. Erstens haben wir eine Beziehung zu Gott. Wir müssen darauf achten, Frieden mit Gott zu haben. Und das ist eigentlich auch gar nicht schwer. Dazu muss man sein Leben nur von Sünde frei halten. Das kann man entweder dadurch tun, dass man sich von vornherein richtig verhält, oder aber, wenn man Fehler macht, sie schnell zugibt und Gott um Vergebung bittet. So bewahrt man den Frieden mit Gott. Wer Gott nicht gehorcht, wird auch nie Frieden mit ihm haben. Ganz gleich, wie sehr ihr es versteckt, ganz gleich, wie viele Ausflüchte ihr macht, wenn ihr tief im Innern wisst, dass etwas falsch ist, ihr es aber trotzdem weiterhin tut, dann habt ihr auch keinen Frieden mit Gott. Habe ich recht? Besser kann ich es nicht sagen. Die Versuchung, Ausflüchte zu machen, ist natürlich groß. Wenn man am liebsten etwas tun würde, das eigentlich falsch wäre, kommt einem schnell der Gedanke, aber die anderen tun das doch auch. Gott geht es nicht darum, was andere tun. Er behandelt uns ganz individuell. Es kann gut sein, dass ihr Leute kennt, die Dinge ohne kleinste Gewissensbisse tun können, obwohl ihr bei denselben Dingen das starke Gefühl habt, dass ihr es nicht tun solltet. Lasst euch davon nicht verunsichern. Denkt daran, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Vielleicht habt ihr Gott um etwas gebeten. Und wenn ihr wollt, dass er das auch wirklich in eurem Leben tut, müsst ihr eben auf einem etwas schmaleren Pfad gehen als andere. Einmal beschwerte ich mich bei Gott: Herr, es scheint, dass du mich ständig wegen irgendeiner Sache zurechtweist und andere damit überhaupt kein Problem zu haben scheinen. Warum sagst du mir ständig, dass ich etwas nicht tun darf? Die Antwort, die ich innerlich bekam, war ganz einfach. Gott sagte: Du hast mich um viel gebeten. Willst du es nun oder nicht? Wenn ich jeden Tag im Fernsehen vor einem Großteil der Welt stehen und den Menschen davon erzählen will, was Gott in der Bibel sagt, muss ich natürlich auf einem ziemlich schmalen Pfad bleiben. Das erfordert, empfänglich für Gottes Richtungsweisung zu sein und von Dingen zu lassen, bei denen ich kein gutes Gefühl habe, selbst wenn es etwas ist, wobei Dave überhaupt keine Gewissensbisse verspürt. Ich lasse es lieber. Wirklich. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Empfindungen und das müssen wir akzeptieren. Nur weil jemand anders etwas macht, heißt es nicht, dass es für euch ebenfalls in Ordnung ist. Habe ich recht? Und ganz, ganz, ganz wichtig, ihr dürft den anderen nicht verurteilen. Wenn man sich bemüht, sich richtig zu verhalten, kann man leicht dem Glauben verfallen, man sei die einzige Person, die es richtig macht, und nimmt sich dann das Recht heraus, andere zu verurteilen. Lasst andere in Ruhe, betet für sie und überlasst sie Gott. Fasst euch lieber an die eigene Nase, alles andere wird sich schon regeln. Also, Nummer 1, Frieden mit Gott. Als zweites gilt es, mit sich selbst im Reinen zu sein und Frieden zu haben. Auf diesen Punkt komme ich häufig zu sprechen, weil es meiner Meinung nach für viele Leute ein großes Problem darstellt. Früher kam ich mit anderen Menschen einfach nicht gut aus. Ich wollte nett und freundlich, liebevoll, geduldig und nachsichtig sein. Ich schaffte es aber einfach nicht,
bis Gott mir zeigte, dass ich andere Menschen nicht lieben konnte, weil ich mich selbst nicht liebte. Man kann nicht geben, was man nicht hat. Deswegen ist es so wichtig, eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben. Ihr müsst eine gute Beziehung zu euch selbst haben. Und der Bibelvers, den ich euch vorgelesen habe, beweist das. Lasst uns noch einmal 1. Petrus 3, Vers 11 auf dem Bildschirm zeigen. Wünsche dir nicht nur passiv und faul. Hätte ich doch nur Frieden. Nein, so bekommt man keinen Frieden. Frieden zu bekommen erfordert vollen Einsatz. Man muss herausfinden, was einem den Frieden raubt und es aus seinem Leben verbannen. Hab ich recht? Wünsche dir nicht nur eine harmonische Beziehung zu Gott, anderen Menschen und dir selbst, sondern jage ihr nach. Wir müssen darauf achten, dass jede dieser drei Beziehungen harmonisch und vom Frieden geprägt ist. Also möchte ich euch fragen, liebt ihr euch selbst? Einige von euch tun es, aber ich kann euch fast garantieren, dass es bei der Mehrzahl der Menschen hier nicht der Fall ist. Mögt ihr euch? Habt ihr ein Ja zu euch gefunden? Seid ihr euch sowohl eurer Stärken als auch eurer Schwächen bewusst? Ohne euch übermäßig an ihnen zu stören. Ich meine damit nicht, dass wir bei falschem Verhalten ein Auge zudrücken sollen. Überhaupt nicht. Aber einige unserer Schwächen sind nicht wirklich Sünde, sondern Dinge, die wir an uns selbst nicht mögen. Wir wünschen uns, etwas so tun zu können wie jemand anders, weil es dem anderen leicht zu fallen scheint, während wir selbst uns damit abmühen. Meinem Mann fällt es so viel leichter, die Ruhe zu bewahren als mir. Ich muss in diesem Bereich wirklich Disziplin üben. Ich habe mir schon oft gewünscht, mehr wie er zu sein. Ich habe ihm wiederholt gesagt, es muss schön sein, sich nie um irgendetwas Sorgen zu machen oder sie immer schnell loszuwerden. Dave hat für alle Probleme die gleiche Lösung. Werft eure Sorgen auf Gott. Wenn ich vor einem Problem stehe, frage ich ihn gar nicht mehr um Rat, weil ich sowieso schon weiß, wie dieser lauten wird. Wirf deine Sorgen auf Gott. Und er hat recht, aber mir fällt das schwerer als ihm. Ist das eine Schwäche von mir? Ja, vielleicht. Dave ist in diesem Bereich stärker, aber ich bin nun mal so, wie ich bin. Du bist so, wie du bist. Ich muss mich in diesem Bereich etwas mehr anstrengen, genauso wie Dave sich in anderen Bereichen mehr anstrengen muss als ich. Gott überrascht das nicht. Er sagt nicht, wen habe ich mir denn da eingefangen? In der Bibel steht, dass er euch ganz bewusst erwählt hat, weil er euch liebt. Und dass er das Ende von Anfang an kennt. Er selbst ist der Anfang und das Ende. Jeder Tag eures Lebens stand schon in seinem Buch, bevor ihr auch nur einen Tag davon gelebt habt. Gott kennt jedes Wort, das ihr noch nicht einmal ausgesprochen habt. Er kennt jede Entscheidung, die ihr treffen werdet, bevor ihr sie getroffen habt. Und er sagt trotzdem, ich liebe dich bedingungslos, ich gebe dich nicht auf, ich will mit dir zusammenarbeiten und mich um dich kümmern. Falls ihr also noch kein inneres Ja zu euch selbst gefunden habt, ist es höchste Zeit. Was euch helfen wird, ist, eure Zeit nicht mit Dingen zu vergeuden, die ihr nicht gut könnt. Ich finde es traurig, wie viele Menschen 80% ihrer Energie in Dinge stecken, die sie nicht besonders gut können, anstatt 80% in ihre 2 oder 3 ausgeprägtesten Begabungen zu stecken, um diese zu vervollkommnen. Ich kann gut reden, also rede ich. In der Kirche, dem Leib Christi, bin ich ein Mund und darin übe ich mich regelmäßig. Früher versuchte ich zum Beispiel Gitarre spielen zu lernen, nur leider waren meine Finger nicht lang genug dafür.
Ich habe alles Mögliche ausprobiert, habe mich mit den unterschiedlichsten Menschen verglichen. Wir müssen Frieden mit uns selbst schließen. Frieden mit Gott, Frieden mit uns selbst und Frieden mit anderen. Wie kommt man mit anderen gut aus? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Erstens, erwartet nicht von ihnen, so zu sein wie ihr. Das sind sie nämlich nicht. Wir sind alle unterschiedlich, aus gutem Grund. Wenn man mehrere Kinder hat, denkt man manchmal, wie kann es angehen, dass sie alle aus dem gleichen Nest geschlüpft sind? Weil sie so absolut gegensätzlich sind. Da fragt man sich, wo kommst du denn her? Von einem anderen Planeten? Gott begabt uns alle unterschiedlich und gibt uns verschiedene Temperamente. Und zwar deshalb, weil wir einander brauchen. Satan weiß, wie viel Kraft wir hätten, wenn wir lernen könnten, harmonisch und in Einheit miteinander zu leben. Aus diesem Grund versucht er immer wieder Streit zu stiften. Lest nur mal die Apostelgeschichte, wie dynamisch die Kirche anfangs war, bevor all diese Spaltungen und unterschiedlichen Konfessionen aufkamen. Tote wurden auferweckt. Gelähmte fingen an zu laufen, Taube hörten, Blinde konnten sehen und täglich schlossen sich Tausende der Kirche an. Menschen teilten ihren Besitz, um sich gegenseitig zu helfen. Aber mit der Zeit kommt eben leicht Uneinigkeit auf. Hin und wieder laden mich Menschen ein, bei einer Sache mitzuarbeiten, aber ich lasse mich nicht so gern darauf ein. Anfangs ist alles wunderbar harmonisch, aber dann will jemand das Sagen haben, weil es ihm nicht gefällt, wie eine andere Person leitet. Irgendwann bilden sich dann unterschiedliche Lager heraus und ich denke nur, für so etwas habe ich keine Zeit. Da mache ich nicht mit. Konzentriert euch lieber auf das Gute bei anderen, statt auf all das, was euch nicht gefällt. Dann ist es auch viel leichter, mit ihnen in Frieden zu leben. Passt euch an andere an. Allein schon bei dem Gedanken daran hatte ich früher Probleme. Das erste Mal, als ich den Vers in der Bibel las, dass sich eine Frau an ihren Ehemann anpassen sollte, dachte ich, du machst wohl Witze. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich musste lernen, dass nicht alles immer nach meinen Vorstellungen lief und Gott teilweise sogar absichtlich gegen meine Vorstellungen handelte, um zu sehen, wie ich darauf reagierte. Wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten, offenbart unser wahres Ich und es zeigt, wo wir uns noch ändern müssen. Allerdings ist das kein Grund, depressiv zu werden. Vielleicht sollten wir sagen, immerhin weiß ich jetzt, was ich noch in Angriff nehmen muss. Danke, dass du mir das gezeigt hast, Gott. Jetzt mache ich mir nichts mehr vor. In der Tat fing ich an, Gott dafür zu danken, dass er mich auf die Dinge hinwies, die noch verändert werden mussten. Deshalb steht in Jakobus 1, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Bei mir kam in schwierigen Situationen zunächst nicht Geduld, sondern allerlei anderes zum Vorschein. Da musste ich mir dann immer wieder sagen, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen, ich kann gelassen bleiben. Ich gebe euch hier Handwerkszeug. Wenn Dinge nicht nach euren Vorstellungen laufen, fühlt ihr innerlich natürlich, wenn sich die Emotionen in euch aufbauen. Ihr müsst sie unbedingt abfangen, bevor sie euren Mund erreichen. Sind sie erst mal hier oben, ist es zu spät. Ihr müsst sie weiter unten abfangen. Und man kann richtig spüren, wie sie nach oben steigen. Erster Korinther 10, Vers 33. Ich selbst halte es auch so.
Ich versuche, in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für Sie am besten ist, damit Sie gerettet werden. Paulus sagt im Grunde, ich bemühe mich sehr, nicht so eingebildet und egoistisch zu sein, dass ich denke, alle müssten immer nach meiner Pfeife tanzen. Wenn jemand in einer Angelegenheit eine andere Meinung vertritt als ich, mache ich nicht viel Wind darum. Warum versuchen wir andere so verkrampft dazu zu bringen, genauso zu denken wie wir? Ich verrate euch ein Geheimnis. Kostenlos. Ist eigentlich alles kostenlos. Ihr könnt auf der Stelle mehr Seelenfrieden haben, wenn ihr euch heute entschließt, nie mehr eure Meinung abzugeben, solange nicht speziell danach gefragt wird. Ich war früher so jemand, der in einer Unterhaltung kaum abwarten konnte, dass der andere Atem holte, damit ich endlich das Ruder übernehmen und meine Meinung abgeben konnte. Ich denke. Wann verstehen wir endlich, dass wir nicht genug wissen, um anderen überhaupt zu sagen, was wir denken? Hier ist ein weiterer Tipp, wie mehr Harmonie in euren Beziehungen herrschen kann. Ein ganz wesentlicher Tipp. Verbringt nicht übermäßig viel Zeit mit Menschen, die ihr nicht besonders mögt. Gottes Gebot fordert zwar, dass ich alle Menschen liebe. Aber ich glaube nicht, dass ich unbedingt alle mögen muss. Es gibt einfach bestimmte Menschen, zu denen ihr nicht so gut passt wie zu anderen. Ich kenne Menschen, mit denen ich ehrlich gesagt nicht essen gehen möchte, denen ich aber trotzdem helfen würde, wenn sie ein Problem hätten. Ich bin bereit, Opfer auf mich zu nehmen, um ihnen zu helfen. Ich bin bereit, für sie zu beten. Aber es wäre nicht gerade die beste Beziehung, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen würden. Nicht, weil ich ihnen nicht helfen will, das tue ich. Aber ich bin ein sehr direkter, forscher, dominanter Typ. Und wenn ich mit jemandem zusammen bin, der Angst vor mir zu haben scheint, macht mich das nervös. Das gibt mir das Gefühl, als müsse ich ständig auf Zehenspitzen laufen und das kann ich nicht vertragen. Es kommt bei mir so an, als ob die andere Person nur dann sie selbst sein kann, wenn ich es nicht bin. Und das ist nicht in Ordnung. Seid nicht so empfindlich, dass alle Menschen in eurem Umfeld wie auf rohen Eiern gehen müssen. Nehmt euch selbst nicht zu wichtig. Findet euch damit ab, dass ihr nicht mit allen beste Freunde sein könnt. Das Buch der Sprüche drückt es so aus: Mache deinen Fuß selten im Hause deines Nächsten. Das gilt selbst für Menschen, die man wirklich lieb hat. Verbringt man zu viel Zeit miteinander, kann man sich eine wunderbare Freundschaft verderben. Ihr müsst nicht alles über jeden wissen. Lernt Frieden mit Gott, Frieden mit anderen und Frieden mit euren Mitmenschen zu haben. Es wäre gut, wenn ihr dahin kämet, jeden Morgen als erstes zu denken, ich setze Gott in allem an die erste Stelle. Gott kommt als erstes in meinen Gedanken, meinen Gesprächen, meiner Zeit, meinen Finanzen, bei jeder Entscheidung, die ich treffe. Ich mache Gott zu meinem wichtigsten Anliegen.
dann gibt er mir schon, was ich haben soll. Römer Kapitel 11, Vers 36. For from him and through him and to denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Alles entspringt aus ihm, lebt durch ihn und dreht sich um ihn. In ihm findet alles sein Ziel. Unterm Strich dreht sich alles um Jesus. Es geht nur um ihn. Lasst uns Gott loben. Es geht um ihn, nur um ihn. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Genauer gesagt glaube ich, dass Gott den Menschen aus folgendem Grund erschaffen hat, um jemanden zu haben, den er mit seiner Liebe überschütten kann. Jemanden, mit dem er eine Beziehung haben kann, mit dem er in Gemeinschaft leben kann. Jesus ist nicht gestorben, damit wir alle einfach eine weitere Religion haben, sondern damit wir durch ihn eine enge persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können. Und wissen Sie, Gott geht es nicht nur um unsere Beziehung zu ihm, sondern um all unsere Beziehungen. Die Bibel ist vor allem ein Buch über Beziehungen. Und in der Bibel steht, dass wir Gott, uns selbst und andere Menschen lieben sollen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass wir Gottes Liebe als Geschenk annehmen müssen, weil wir auf diese Weise seelische Heilung empfangen können. Damit gewinnen wir an innerer Sicherheit und wissen, wer wir in Christus sind. Daraus erwächst eine positive Beziehung zu uns selbst, was die Voraussetzung dafür schafft, andere Menschen lieben zu können. Besuchen Sie Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Klicken Sie Gefällt mir und Sie bekommen jeden Tag ermutigende Zitate von Joyce auf Ihre Facebook-Seite. Offen, direkt und auf den Punkt. Kleine Oasen für den Alltag. Lesen Sie mit, es lohnt sich. Nur bei Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Empfinden Sie Ihr Leben als kompliziert und sind deshalb frustriert, verwirrt und erschöpft? In 100 Dinge, die das Leben leichter machen, erklärt Joyce Meyer, wie man Stressfaktoren reduzieren kann, um das Leben wirklich zu genießen. Bestellen Sie dieses lebensnahe Buch jetzt unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.